Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal, wie ihr seht, da oben steht drin, welche Webcam ich gerade benutze. Das ist jetzt die C922 Pro Stream Webcam. Ich habe das jetzt alles mal in meinem X-Split eingefügt. Ich hoffe, das klappt auch, weil bei mir ruckelt das Bild ein bisschen. Normalerweise ruckelt es nicht, im normalen Cam-Programm ruckelt es auch nicht. Und das ist jetzt natürlich, wie ihr seht, hier, also weiß ich nicht, ob das in der Aufnahme denn auch so ist, hier läuft es ein bisschen flüssiger, das ist meine alte Webcam, die HD Pro Webcam C920, hier nochmal die Pro Stream Webcam, die wird komischerweise, im Cam-Programm steht da nicht 1080p, sondern nur 720p, wo da das Problem ist, ich weiß es nicht, ich werde es gleich nochmal versuchen. Nochmal neu runterzuladen. Und das sind jetzt beide Cams nebeneinander. Also ich habe extra unten runtergeschrieben, welche Webcam das ist, dass ihr euch da selber ein B-Bild machen könnt. Wie gesagt, da, also hier unter, also praktisch hier rechts ist das normale und steht ja jedenfalls drunter. Da könnt ihr euch selber ein Bild machen. Ich kann euch das auch mal kurz, also jetzt müsst ihr nicht drauf achten, was unten drunter steht. So, jetzt habe ich die Cams mal vertauscht, dass ihr das auch mal sehen könnt, dass das teilweise auch wegen dem Lichteinfall hier ist. Und jetzt tauschen wir mal wieder zurück. So ist es richtig. So ist die Cam dann auch richtig. Ich werde auch mal versuchen, gleich nochmal aufzunehmen mit dem Original-Cam-Programm von Logitech und werde das hinten ranklatschen an das Video. Und werde euch da dann natürlich auch das dementsprechende Mic zeigen, beziehungsweise hört ihr dann von der dementsprechenden Cam. Weil jetzt benutze ich noch mein Rode, weil das alles eingestellt war. Und ich habe irgendwie, wenn ich das Mic hier austausche, immer irgendwie eine Rückkopplung gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, machst du das so. Und weil so ist der Überblick besser. Weil so habt ihr die Fenster, ihr könnt jetzt sehen, links, rechts, unten runter steht die Webcam. Ich kann auch noch mal einzeln groß machen, die Webcams. Ja, das ist jetzt die C922 Pro Stream Webcam. Und das ist jetzt meine HD Pro Webcam C920, die auch im normalen Logitech-Programm 1080p angezeigt bekommt. Kann auch sein, ich muss das nochmal aktualisieren, kann auch sein, dass es da gerade beim Installieren nicht gehakt hat, etwas gehakt hat. Das werdet ihr gleich sehen. Nochmal zurück. Jetzt ist meine Kamera abgeschmiert hier, der Kater ist nämlich hinterm Laptop. So, und nochmal die. Also ich finde, so jetzt auf den ersten Blick macht die ältere Version, die C920, ein klareres Bild als die Pro Stream Webcam. Die macht auch ein schönes Bild, wie ihr seht, aber etwas hell. Da müsste man vielleicht mit dem Regler ein bisschen spielen, um die Helligkeit einen Tick runterzuschrauben. Und hier bei X-Split hakt die so ein bisschen. Also wenn ich was sage, sehe ich das ein bisschen später. Das ist so ein bisschen Zeitraffer hier mäßig beim X-Split. Also ich hoffe, das in der Aufnahme nicht ist. Aber ich kann es halt jetzt noch nicht sagen, weil werde ich ja sehen, wenn ich die Aufnahme bearbeite. Und hier, wenn ich jetzt meine alte Cam nehme, die auf 1080p eingestellt ist, läuft alle da wunderbar, ohne Probleme. Und kurioserweise, wenn ich jetzt hier das nehme, wenn ich jetzt hier gucke, wenn ich so mich ein bisschen bewege, ist das Bild von der 922 ein bisschen zeitverzögert, so ein Ticken zeitverzögert. Und ich sehe ja auch so, seht ihr ja, dass das ein bisschen heller ist und alle drum und dran. Hier bei meinem normalen, bei den C920, ist die Hautfarbe hautfarbend und drüben ein bisschen blasser. Ich kann es nochmal umändern für euch. So, jetzt dürft ihr nicht gucken, was unten drunter steht. Jetzt ist halt andersrum. Dass ihr mal den Unterschied seht. Das ist teilweise auch wirklich mit dem, oh, jetzt habe ich hier das, mit dem Lichteinfall zu tun hat. So. So, das ist die, da wo ich jetzt
ist die 920 und wo ich jetzt drauf halte, das ist die 22. So, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und wir werden gleich nochmal aufnehmen, nochmal die Cam aufnehmen und das Mikrofon aufnehmen. Das schnippel ich dann alle zusammen, damit ihr so mal einen Vergleich habt. So, da bin ich jetzt mit der normalen HD Pro Webcam C 920, also die ich vorher immer hatte. Auch das originale Mikrofon. Ich werde das Mikrofon nicht irgendwie bearbeiten, verändern oder irgendwas dergleichen. Ich lasse das so drauf. Hab das Mikrofon, also beziehungsweise die Cam auch mittig von meinem Bildschirm, damit ihr da mal einen Überblick habt, wie das aussieht. Hier kann ich jetzt 1080p bei der Auflösung einstellen. Also in dem Originalprogramm von Logitech. Das werde ich euch auch gleich noch zeigen. Was mit der 10922 nicht geht, da geht maximal 720p. Aber ich denke mal, das weil pro Stream und so, wegen Stream, damit weniger Ressourcen oder so, weiß ich nicht. Und dafür kostet die mehr Geld. Also, ja, müssen wir gleich mal gucken, wie die jetzt im Vergleich abschneidet. Hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Das war die 10920, also die HD Pro Webcam 10920. Das ist die mit dem blauen Licht an der Seite, wo ich erst gedacht habe, bei der anderen, das ist Silber, nein, das ist weißes Licht. Also bei der normalen blaues Licht, bei der neuen Pro Stream weißes Licht. So, das ist jetzt die 10922 Pro Stream Webcam, also die neue, auf 720p eingestellt. Auflösungsmäßig, Autofokus ist auch an und alles drum und dran. Auch das Originalmikrofon, auch hier werde ich das Mikrofon nicht bearbeiten oder irgendwas dergleichen. Ich werde gleich im Anschluss nochmal mit XSplit das Programm hier aufnehmen, damit ihr versteht, was ich meine, dass man da 720p einstellen kann, beim anderen nicht, damit ihr da versteht, wie das funktioniert. Ich habe auch alle Treiber installiert und so, also daran liegt es nicht. So, also wie gesagt, das war jetzt die 10922 Pro Stream Webcam. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder im Programm. So, und da haben wir jetzt natürlich jetzt das Programm offen. Wie ihr seht, der erste Unterschied, was mir aufgefallen ist, hier wird nur das Cam-Symbol angezeigt. Und wenn ich jetzt natürlich meine alte nehme, habe ich hier ein schönes Bild drin. So, und jetzt zeige ich euch das mal erstmal anhand der alten Cam. Wie gesagt, die 10920, die ich vorher immer genommen hatte für meine Hangouts und alle drum und dran. Müssen wir jetzt kurz warten. So, die will er jetzt natürlich nicht nehmen, weil die habe ich jetzt noch im Programm an. Muss ich jetzt mal gucken, dass ich die hier ausmache. Und zwar hier. Entfernen. Und hier machen wir auch mal entfernen und entfernen, entfernen. Hätte ich mal vorher machen sollen. So. Und hier kann ich dann halt auch einstellen 1080p. So, jetzt ist er da. Ich habe nämlich jetzt die Cams in XSplit rausgenommen. Wie ihr seht, hier haben wir dann noch die Einstellungsmöglichkeiten. Und hier habe ich gehabt das Original Mikrofon für die Aufnahme, was wir eben gemacht haben. Jetzt nehme ich wieder mein Rode. Und hier können wir auch noch ranzoomen und das alles. Hier haben wir noch erweiterte Einstellungen. Also das seht ihr jetzt nicht, die erweiterten Einstellungen. Nein. Und ja, dann gehen wir mal zurück, würde ich sagen. Können wir hier irgendwie zurück? Hauptmenü, genau. Und wenn wir jetzt hier natürlich bei anderen Webcam die 10922, so, da seht ihr hier schon kein Bild davon da. Jetzt müssen wir kurz warten. So, und hier müssen wir jetzt wieder ein auf breit. Und hier seht ihr, hier geht nur maximal so 720p. Mehr geht hier nicht. Warum? Weiß ich nicht. Obwohl sie auch 1080p kann. Hier haben wir auch noch wieder erweiterte Einstellungen. Sieht alles aus wie beim anderen. Hier haben wir nur Real Sound und Autofokus. Bei dem anderen haben wir dazu, also bei der ersten Webcam, mach da auf.
Ja, mein Laptop ist leider nicht der schnellste momentan. Der ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen. Aber es fehlt halt das Geld, was Neues zu holen. So, hier haben wir auf Breit. Hier kann die Musik dann natürlich wieder zurückschalten auf 1080p. Dann bleibt hier das Bild kurz stocken und dann geht es auch automatisch weiter. Und wie ihr seht, Autofokus, Ring Sound, das haben wir. Ring Light, das haben wir bei dem anderen nicht hier im Programm zum Einstellen. Und Gesichtserkennung haben wir da auch nicht. Bei den erweiterten Einstellungen sieht das eigentlich fast identisch aus, egal welche Cam wir da nehmen. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet soweit. Ich werde jetzt in den nächsten Hangouts beide Webcams mal nach und nach testen und zwischendurch mal umschalten zwischen den Webcams, um da mir so ein bisschen Erfahrung ranzusammeln, wie die jetzt sich im Alltag verhalten und in Bezug gegeneinander verhalten. Da wird der, ach, ich muss jetzt mal gucken, welche Cam ich muss gucken muss, in die muss ich gucken. Oh, das macht ihn ja Kirre hier mit zwei Cams oben drauf. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, 3 Wochen, nee, 3 Monate habe ich die jetzt zum Testen und kurz bevor ich sie wegschicke, werde ich natürlich noch einen Hardware-Check machen und meine Meinung dazu sagen, wie sie sich jetzt im Alltag geschlagen hat. Ob ich bei der alten bleiben würde oder ob ich zur alten raten würde oder ob ich die neue zuraten würde, das kann ich euch dann im nächsten Video dazu sagen. Bis dahin würde ich mich erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.